Dann gehen wir zu unserem letzten spannenden Pitch. Die Firma Modular One, bitte auf die Bühne. Kurzer Ja, Technikcheck. ich mache mich auf den Weg. Ich fange an zu teilen. Gerne nochmal Feedback. Ich hoffe, man kann alles sehen. Ja, wir Mich sehen auch und hören Sie. hören? Ja. Okay, perfekt. Sehr schön. Dann sind die wichtigsten Dinge geklärt. Von mir aus können wir dann loslegen. Geben Sie gerne das Startsignal, wenn die Zeit läuft. Okay, geht los. Alles klar. Dann herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Ich bin Moritz Hofmann und freue mich, Ihnen allen heute unser Unternehmen Modular One und unseren Ansatz zur Digitalisierung der Baubranche vorzustellen. Am Anfang möchte ich noch ein kleines Zitat einführen von Johann Wolfgang von Goethe. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Habe ich vor kurzem auf einem Kongress gehört und mich hat es eigentlich inspiriert. Und ich finde es ganz gut passend zu den Herausforderungen unserer Zeit. Man sieht es, die Komplexität steigt in allen Lebensbereichen an. Wir merken, dass der Gaspreis steigt aufgrund einer schlimmen Situation. Daraus entwickelt sich jetzt ein hoher Strompreis oder die KfW stellt mal über Nacht ihre Kreditbedingungen um. Damit wir schnell auf diese neuen Herausforderungen reagieren können und möglichst gute Antworten finden, brauchen wir eigentlich immer Informationen. Und das ist eigentlich das große Problem. Wir haben in der Baubranche oftmals keine ausreichende Datengrundlage, weil viele Pläne und Informationen immer noch in Aktenordnern und im Schrank liegen, wenn überhaupt. Das ist jetzt bei diesen 2D-Plänen, sind sehr viele Anforderungen, Informationen, sehr viel Expertise von Planern, von Ingenieuren, die aber meist nicht direkt auf irgendwelche Gebäude oder Förderungen angepasst sind, beziehungsweise die Komplexität der heutigen Anforderungen nicht mehr ganz greifen können. Und ich glaube, der letzte Punkt haben wir heute schon bei vielen Pitches gehört. Es gibt keine digitale beziehungsweise standardisierte Strategie in den Unternehmen, wie auch bundesweit. BIM Deutschland wurde gegründet, ist aber, glaube ich, noch nicht so weit, dass Sie heute schon sagen können, dass eine allgemeingültige Strategie vorhanden ist. Unsere Antwort ist wahrscheinlich wie von vielen anderen digitale Gebäudemodelle, BIM-Modelle. Wie bauen wir der auf? Wir machen mit unseren Partnern am Anfang immer eine Analyse der Basics. Welche Grundlageninformationen sind vorhanden? Die können wir erfassen und aufbereiten und haben eine eigene Datenstruktur hinsichtlich Modellierungs- und Attribuierung hier entwickelt, um erstmal einen Datenstandard von dem Modell zu erzeugen und dann eine Automatisierung geschrieben, die alle möglichen kundenspezifischen beziehungsweise gebäudespezifischen Informationen per Knopfdruck in die IFC-Modelle bringen kann, sodass wir am Ende bei intelligenten Datensätzen landen, die die geometrischen Grundlageninformationen enthalten und eben um benötigte Intelligenzen erweitert werden. Wie passiert das jetzt? Ich glaube, hier haben wir auch schon sehr interessante Beispiele gesehen. Das ist immer was. Ich glaube, jedes Startup, das heute hier ist, ist ganz wichtig, denn es braucht uns alle, um diese Riesentransformationen der Baubranche zu beheben. Auch wir gehen so vor, dass wir entweder die Basis von guten 2D-Planungsgrundlagen nehmen, geometrische Informationssysteme nutzen oder dementsprechend Punktwolken beziehungsweise LiDAR-Scans umsetzen, um daraus ein Modell zu entwickeln, beziehungsweise diese Informationen anderen Planern zur Verfügung zu stellen und mit unseren Modellierungs- und Attribuierungsrichtlinien grundlegende standardisierte BIM-Modelle zu entwickeln und diese im Nachgang in unseren Prozess zu bringen. Denn das Allerwichtigste in unserem Prozess, was uns auf dem Herzen liegt, wir sehen wunderschöne Abbildungen inzwischen im digitalen Bereich, wir sehen die Punktwolken, die super viele Informationen bringen, aber meist sind sie noch auf irgendwelche Fachsoftware, vielleicht mal in der CDE abgelegt, aber unser Ansatz ist es, das Gebäude aufs Smartphone zu bringen. Viele Menschen besitzen heutzutage schon ihr Auto auf dem Smartphone, können Entscheidungen treffen, können teilweise vielleicht noch Pakete zu ihrem Auto dazu buchen, was schon vorher verbaut wurde. Und all diese Bereiche gilt es eigentlich auf das Werthafteste in all unserem Leben zurückzubringen. Und das sind nun mal Gebäude. Wir leben in Gebäuden, wir arbeiten in Gebäuden. Wenn wir uns draußen mit der Mobilität bewegen, hat die Baubranche auch einen ganz großen Anteil daran. Daher bringen wir die Informationen zusammen, sowohl 3D, 2D, wie auch die weiteren Dimensionen, bis wie viel sich da auch noch immer entwickeln werden. Der Vorteil ist, das haben wir bei anderen schon gehört, die Kraft der BIM-Modelle ist natürlich darin, wir können Mengen und Kosten normbasiert ermitteln und übersichtlich darstellen. Wir haben ein Dashboard in unserer Applikation entwickelt, die die Kennzahlen nochmal übersichtlich darstellt. Und dann bieten wir daraus hinsichtlich der weiteren Optimierungspotenziale im Moment insbesondere Energieeinsparungen oder Angebote von Mieterstrommodellen an. Wir können Rechte- und Nutzerprofil, sodass wir die Nutzergruppen jeweils die benötigten Informationen bedarfsgerecht zur Verfügung stellen, dass ein Heizungsbauer oder ein Installateur gewisse Informationen bekommt über das Gesamtgebäude, um die Planung gut zu machen, ist sinnvoll, aber auch vielleicht dem Mieter einen Zugang zu den Bauwerksinformationsmodellen zu geben, dass er von dieser Macht der BIM-Modelle profitieren kann. Und ganz wichtig für uns, auch eigentlich unser USP, wir sehen, andere sehen das auch bei sich so, das ist wunderschön, dass es so funktioniert, aber wir haben immer einen direkten Objektbezug zu den IFC-Bauteilen.
und über programmierbare Schnittstellen bringen wir die Informationen in unsere Applikation. Ich hoffe, ich konnte Sie alle überzeugen. Kontaktieren Sie uns gerne im Nachgang und natürlich freue ich mich unglaublich, wenn wir Ihre Stimme bekommen. Und jetzt freue ich mich natürlich auch auf die Rückfragen der BIM-Löwen und BIM-Löwinnen. Löwin, glaube ich nur. Vielen Dank. Klasse, damit ist die Arena eröffnet. Ja, sehr gerne. Also erstmal Respekt, mit welcher Begeisterung du das vorgetragen hast. Dankeschön. Das auf dem Handy, das lief ja ziemlich schnell. Das heißt, das ist in der Cloud, alle Daten sind in der Cloud und ich habe nur das, genau, also die übertragen werden, oder? Genau, also die Informationen ziehen wir, wie gesagt, über programmierbare Schnittstellen in eine Datenbank und nutzen dann quasi eigentlich eine NoSQL-Datenbank, um die Informationen möglichst sensibel und schnell überliefern zu können. Und dann gibt es eben eine Add-on-Möglichkeit, auch nochmal die 3D-Funktionalität freizuschalten. Hier die App, die wir jetzt aktuell gezeigt haben, haben wir die Funktionalität ausgeklammert, um eben genau das eigentlich zu bewirken, dass die App flüssig läuft und dann auch wirklich auf jedem Smartphone und jedem Laptop und jedem Tablet, was vielleicht noch nicht die beste Rechenleistung hat, dass wirklich alle Zugang dazu bekommen und in Zukunft natürlich auch gerne 3D Plus, alles, was noch an Informationen und Dimensionen darum schwebt. Wenn ich unsere Bauleiter immer höre, dann sagen die mir, auf den Baustellen haben sie keinen, also WLAN-Empfang gibt es aber natürlich schlecht und Internet-Empfang sowieso schlecht, geht es auch offline. Ja, also natürlich kann ich Informationen nur zurückspielen. Man kann Uploads machen in der App ganz normal. Die gehen dann erst natürlich wieder, wenn wieder Internet da ist. Aber habe ich die App einmal geöffnet, habe die Informationen gezogen, ist es quasi wie in einem Zwischenspeicher auf dem Smartphone, Tablet oder sonst was. Dann kann ich ohne Internet arbeiten. Der Upload findet dann eben wieder statt, sobald die Internetverbindung da ist. Danke, Moritz. Gerne. Gut, wir sind gut noch in der Zeit. Es wären weitere Löwenfragen möglich. Ja, ich habe noch eine Frage zum Preismodell. Sehr gerne. Sehr schön. Kannst du mir mal bitte sagen, wer was zahlt? Genau, also wir arbeiten an einem innovativen Konzept mit einem Finanzinstitut und bereiten in der Kredit- und Finanzierungsphase bei neuen Anfragen das Modell in gemeinsamer Arbeit mit der Bank aufzustellen, sodass der Kunde gar keine Kosten hat. Für ein erstes Modell in LOD 200. Dann ist es natürlich oftmals so, dass die Modelle noch nicht vorhanden sind. Dafür nehmen wir eine ganz normale Fees, meist weniger als eine Monatsmiete, um das Gebäude zu digitalisieren. Und bestmöglich natürlich, wenn dieses Modell zukünftig bestimmt mal bei dem einen oder anderen Objekt vorliegt, dann brauchen wir nun ganz normal das Abo-Modell für die App. Und dann sind die Kosten ja schon irgendwo anders getragen worden. Also die App ist ein ganz normales Subscription-Model und die anderen Leistungen sind Angebote, die wir anbieten, aber die natürlich auch von anderen Leuten auf dem Markt umgesetzt werden können. Dafür haben wir die Automatisierung mit der Attribuierung gebaut, dass wir auch in externe Datenmodelle unsere benötigten Grundlageninformationen per Knopfdruck reinbringen können und somit auch externen Planern die Möglichkeit geben, die Modelle weiterzugeben und wir sie in unseren Prozess implementieren können. Jetzt richtig verstanden, am Anfang zahlt der Bauherr? Ja, genau. Also der Bauherr, es ist ja auch manchmal ein Fonds oder irgendwelche anderen Strukturen, also irgendjemand, der dementsprechend Auftraggeber oder Besitzer dieses Objektes ist, der trägt die Kosten für die Grundlagen und dann ist es eben dementsprechend, wenn der Mieter möchte, kann er sich einen Zugang machen, ist auch wegen der reduzierten Datenlast dann nochmal ein bisschen günstiger wie für die Unternehmen, die damit arbeiten, aber das lässt sich sehr frei strukturieren. Kosten sind dort nicht sehr hoch. Alles klar, danke. Sehr gerne. Wunderbar. Herr Kammer. Wir haben noch Zeit. Sie können noch einmal zubeißen, wenn Sie wollen. Pass auf. Gibt es andere Modelle, Wettbewerbe, an denen ihr euch misst oder wo man schon richtig gute Erfolge sieht? Gibt's da ja, also es gibt eigentlich unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, wir haben hier auch schon einzelne Ansätze gesehen. Ich glaube, Archilyse, falls ich es falsch ausgesprochen habe, war, denke ich, auch ein, den man schon mal als Wettbewerber gerade bei den Optimierungssimulationen sehen kann. Wir jetzt den ganzheitlichen Prozess von früher Bedarfsermittlung, Leistungsphase 0 bis in den Betrieb über die BIM-Modelle spielt, haben insbesondere auf dem Smartphone, haben wir jetzt in der Art und Weise keine Konkurrenz, sagen wir mal, in der Zielgruppe, die wir sehen, im hauptsächlich Fonds, Besitzer und den Mieter am Ende.
Und wir suchen natürlich immer weiter nach Partnern, die insbesondere im Planungs- und Bauprozess tätig sind, weil da möchten wir die Expertise gar nicht weiter vertiefen, sondern eben interdisziplinär, einer der Kernaspekte von BIM, zusammenarbeiten und das eben nicht nur auf der Baustelle, sondern auch im Startup-Kosmos oder Unternehmenskosmos. Also wie gesagt, zusammen ist da die Stärke. Zum Beispiel gibt es international, gibt es Länder oder gibt es andere, ne, wo man sagt, hey, da sind die schon viel weiter, da wird das schon andauernd eingesetzt. Ja. Also es gibt auch Ansätze, eine ganz erfolgreiche, der gescheitert ist in Amerika, der war unglaublich groß, wurde von der Softbank finanziert damals, hat auch versucht, ein modulares Bausystem zu machen. Aus unserer Sicht hat er einen entscheidenden Fehler gemacht, das soll gar nicht arrogant klingen oder sonst was, aber er hat versucht, externe Marktteilnehmer aufzukaufen und in diesem Prozess alle in einer Unternehmensstruktur zu gruppieren mit so einem Lock-in-Effekt. Und wir sind der Meinung, dass es eigentlich das Handwerk und der Mittelstand insbesondere davon lebt, dass wir fragmentiert sind, auch wenn das eine Herausforderung mit sich bringt, ist aber auch, glauben wir, eine Stärke. Und so versuchen wir eigentlich, diese Marktteilnehmer mit zu implementieren. So. Patera ist der Name, jetzt fällt es mir ein. Danke, Entschuldigung. Ja. So, aus Fairnessgründen muss ich jetzt das Timekeeping wieder einschalten. Vielen Dank, war super spannend. Bin echt fasziniert, was die Baubranche an Innovationen und Elan und Energie im Startup-Bereich bietet.